Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch immer ganz kurz ein paar Worte verlieren zum Thema Beratungsprozess oder auch zum Thema Entscheidungsprozess in der Pauschal- und Diagnosenunterstützungskasse oder auch in der Unternehmenskasse. Zum Beratungsprozess vielleicht so viel. Mir persönlich ist das Wichtigste im Gespräch mit dem Mandanten, dass wirklich neutral und unabhängig auf die Wirkung der Pauschal- und Diagnosenunterstützungskasse hinweist und die Grundlagen liefert, die auch für die Entscheidung erforderlich ist. Und das sind zwei Dinge. Zum einen ist es mal die Funktion oder die Wirkweise, die der Unternehmer kennen muss. Er muss wissen, welche Vorteile das Ganze bringt und welche Auswirkungen das Ganze hat. Er muss natürlich auch wissen, was das für ihn bedeutet. Im Entscheidungsprozess oder auch im Beratungsprozess sind einzelne Punkte wie steuerlich die Wirkung oder das sind Kosten der Unterstützungskassen oder solche Dinge, die sind nicht wichtig. Wichtig ist die Funktion und wie sie sich im Gesamten das Ganze rechnet, wie sie im Gesamten funktioniert. Der Unternehmer muss verstehen, welche Verpflichtung er eingeht. Und es gilt hier der Grundsatz, lieber einen zufriedenen Nicht-Kunden oder Nicht-Mandanten als einen unzufriedenen Mandanten zu haben. Das heißt, der Unternehmer muss wirklich wissen und verstehen, was er tut. Wir brauchen auch den verantwortungsvollen Unternehmer, der weiß, was er tut. Und die Verpflichtung ist letztendlich, er muss hier eine Verzinsung erwirtschaften, ob im Unternehmen, wo er vielleicht Eigenkapitalrendite hat von 20 oder 30%, oder ob er Kontokarenz zurückführt mit 10% Verzinsung oder Bankdarlehen mit 4-5% Verzinsung oder ob er vielleicht 4% Verzinsung am Kapitalmarkt erwirtschaftet. Er muss wissen, was er tut und er muss wissen, welche Zusage, welche Ausgestaltung, welchen Nutzen und welchen Vorteil bringt. Und wenn ich einen Unternehmer habe, dem das Thema Bankenunabhängigkeit, Liquidität oder einfach Liquiditätsreserve für Notfälle nicht interessiert oder keine Verwendung hat, dann ist es in dem Fall nicht der richtige Kunde. Außer er hat das Thema Mitarbeiterbindung und versteht die hohe Effizienz und den hohen Nutzen im Rahmen der Mitarbeiterbindung. Wenn er das versteht oder vor allem auch im Rahmen der Mitarbeitergewinnung, wenn er das versteht, dann kann es der richtige Kunde sein. Er muss natürlich auch das entsprechende Verantwortungsbewusstsein haben, die Verzinsung, die er erreichen muss, auch zu erzielen. Und er kann hier ganz vorsichtig rangehen. Er kann hier mit Verzinsung rangehen von 2,25%. Das reicht bei Weitem. Und das sind auch Zinsen, die schon durch Inflation relativ leicht sachwertorientiert im eigenen Unternehmen erwirtschaftet werden können. Und beim Entscheidungsprozess, da geht es wiederum aus Unternehmerseite darum, habe ich das Ganze richtig verstanden, vergleiche ich Gleiches mit Gleichem. Wenn ein Unternehmer sagt, naja, okay, die Gelder von den Mitarbeitern, die muss ich ja anlegen. Wirtschaftlich ist das ein Darlehen vom Mitarbeiter, vom Effekt betriebswirtschaftlich. Und ich glaube, es gibt keinen Unternehmer, der sagt, ja, die Millionen Mezzanindarlehen, die muss ich ja jetzt auf ein Festgeld legen oder einer Versicherung geben, weil in 7 oder 10 Jahren ist es ja fällig. Das tut keiner. Er nimmt das Geld, er investiert das Ganze und er macht sich Gedanken, wie kann ich das in 7 oder 10 Jahren wieder zurückholen? Wo habe ich die Rendite aus dem Mezzaninkapital geholt? Wie habe ich das Ganze erwirtschaftet, um das wieder rückzahlen zu können? Oder er lässt einfach die pauschalotierte Unterstützungskasse weiterlaufen und es kommen von neuen Mitarbeitern immer neue Gelder rein, die auch wieder alte Verpflichtungen tilgen, so ähnlich wie auch eine Versicherungsgesellschaft arbeitet. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass das Unternehmen einfach weiß, wie gehe ich damit um und was kann ich erreichen und wirklich Gleiches mit Gleichem vergleicht. Ein Darlehen wird nicht schlechter, bloß weil es langfristig ist. Ein Darlehen wird auch nicht schlechter, bloß weil es zinsgünstig ist oder weil ich keine Sicherheiten dafür stellen muss oder weil ich es zur freien Verwendung habe. Ein Darlehen ist schlichtweg ein Darlehen. Und das Wichtigste an einem Darlehen ist, ich muss es irgendwann zurückzahlen und ich muss es auch einschließlich der Zinsen zurückzahlen. Und das ist, was der Unternehmer einfach verstehen muss. Mit Sicherheit ist das der Falsche, der sagt, komm, ich nehme mir Gelder und am Kapitalmarkt erwirtschafte ich mehr. Das ist als Entscheidungsgrundlage viel zu wenig. Das ist nicht ausreichend, das ist Zockerei, das ist Spekulantentum. Da verkennt er den Nutzen und da verkennt er die betriebswirtschaftlichen Vorteile. Ich glaube, das ist sowohl im Beratungsprozess als auch dann im Entscheidungsprozess, den der Unternehmer mehrstufig treffen sollte. Erstmal vom grundsätzlichen Verstehen vom Nutzen, im zweiten
in einer qualifizierten Analyse, und da könnt ihr es vielleicht ruhig mal bei YouTube googeln, zur Qualität oder zur Anforderung an Musterberechnung oder Konzeptionsberechnung. Da haben wir ein paar Features und ein paar Daten eingestellt. Das ist vielleicht das Nächste, das ist wirklich quantifizier unter Worst-Case-Szenarien fürs Unternehmen und dann das Ganze im dritten Anlauf so ausgestalte, wie ich es als Unternehmer haben möchte. Welche Zusagen machen, welche Todesfallleistungen, welche Vererblichkeiten, wie regle ich die ganzen Dinge, was kann ich überhaupt regeln, was ist möglich, wie gestalte ich mein Zuschusssystem, was will ich erreichen, mehr Innenfinanzierung, mehr Mitarbeiterbindung. Welche Mitarbeiter sind mir wichtig, jetzt gleich die einfach zu halten oder die mit 50, 55 noch zu haben. Es macht vielleicht unterschiedlich, wie ich das System ausgestalte. Und das sind die Dinge, die einfach in einen guten Beratungsprozess beraten gehören und dann vom Unternehmer auch wirklich reiflich und maßgeschneidert und zielorientiert für sich entschieden werden müssen. Also so ist zumindest die Art und Weise, wie ich draußen, wenn ich mitgenommen werde, zu Beratungsgesprächen damit umgehen.